Hallo zusammen, willkommen bei meinem zweiten Vlog. Bin gerade auf dem Weg zu unserer kleinen Landwirtschaft. Heute steht ein bisschen Holzarbeit an. Und dann nehme ich euch wieder mal mit. Viel Spaß! Der Traktor hat jetzt für 2 Wochen ein bisschen wieder ein Schläfchen gemacht. Die Batterie ist nicht mehr die beste, deswegen ist das erste, was ich heute mache, den Traktor anzustecken an den Strom. Weil das Problem natürlich schon altbekannt ist, gibt es einen Stecker. Und derweil jetzt die Batterie schon einmal ein bisschen vorladet, gehe ich mir die Schnittschutzhose anziehen und Schuhe und die Ketten noch ein bisschen nachschärfen. Schnittschutzkleidung ist schon an. Und dann gehen wir jetzt Ketten schärfen. Warum fängt es jetzt an zum Regnen? Also die Motorsägen laufen jetzt, zum Regnen hat es zum Glück auch aufgehört und jetzt gehen wir mal schauen, ob der Traktor anspringt. Ich glaube, der braucht noch einen. So, in dem Fall werde ich jetzt in der Zwischenzeit noch die Seilwinde herrichten. Also dort jetzt einmal die Motorsägen draufhängen und alles, was ich so mitnehme. Na also, jetzt ist er da. So, Traktor funktioniert jetzt einmal. Lauft, das schaut so aus, als hätte man starten können. Was mir jetzt als nächstes im Weg steht, ist die Kiste, die ich jetzt einmal da im Weg abgestellt habe. Das fummeln wir jetzt da mal weg. So, Kiste hängt drauf, die bringen wir jetzt aus dem Weg. Gott,
von Fimmel so anhängen, weil das Ganze ein bisschen blöd eingeschneit war. Die Kiste ist abgestellt. Jetzt geht's los. Auf geht's zum Baum. Unterwegs nehmen wir noch das Stativ mit im Auto. Ich bin jetzt da angekommen, wo ich heute ein bisschen mit dem Wald arbeiten werde, und ich glaube nicht, dass ich heute fertig werde. Das ist einmal das Holz, das was schon umgefallen ist. Und zwar das bekannte Problem, Eschen, Triebsterben. Und wie wir das sehen, schauen da ein paar andere Bäume auch nicht so gut aus. Gehen wir mal hin. Das schaut nicht gut aus. Also die Eschen sind jetzt einfach umgefallen. Ich gehe jetzt mal oben drüber, dass, wenn, dann fallen sie ja bergab, dass da nichts auf mich drauf fällt. Ja, die schaut noch halbwegs gesund aus. Die jetzt nochmal ordentlich umgehaut. Aber da ist, glaube ich, eine umgefallen und hat andere mitgerissen. Das da ist natürlich ein bisschen eine gefährlichere Geschichte. Und das werden wir dann so machen, wie es ein Ausbilder von mir einmal gesagt hat. Was mit Gewalt passiert ist, dann mal mit Gewalt lösen. Das heißt, da werden wir mit der Seil hinten alles auserziehen nochmal. So, und da ist auf jeden Fall eine, die schaut schlecht aus. Die werden wir auch rausholen müssen. Aber da müssen wir zuerst da unten einen Platz machen. Weil das Gekrafel da, das schaut auch nicht gut aus. Ach, so eine Scheiße. So, jetzt haben wir 4 Meter Stücke abgeschnitten. Jetzt zahlen wir mal ein paar her. Und dann schauen wir, ob ich heute noch Lust habe für mehr.
So, jetzt zeige ich euch einmal etwas ganz Gefährliches. Zumindest wenn man einfach jetzt dann wegschneiden würde. Und zwar sieht man, dass der da oben umgefallen ist, da unten auf den Kleinen liegt und den voll umgebogen hat. Das heißt, seine Eschen, die steht richtig unter Spannung, ist richtig gefährlich. Und das Ganze werden wir jetzt natürlich wieder versuchen, so wie ich vorher mal gesagt habe, mit Gewalt zu lösen. Das heißt, der Traktor hängt schon im ganzen Baum dran. Und wir ziehen jetzt dann einfach einmal den ganzen Baum runter von dem. Und wahrscheinlich werden wir sehen, wie es dann wieder nach oben schnalzt. Ja. Wird auf jeden Fall spannend, was jetzt passiert. Aber wir sind weit genug weg. Das haut einmal nicht hin, weil so werden wir mal vorne freischneiden probieren. So, ein paar Bäume hängen wir noch an und jetzt haben wir mit Hand. So, leider war der Akku leer. Ich sitze jetzt im Auto, habe schnell angesteckt beim Vorbeifahren. Also die drei Stämme hängen dran. Eine Kette habe ich verloren, wird aber wieder auftauchen, weil das kann ja, der frisst der Boden nicht, das liegt irgendwo unterm Schnee. So, jetzt werden wir das noch abhängen, Traktor einpacken, zusammenpacken
Dann ab nach Hause. So, also ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Heute habe ich nicht ganz so viel geschafft, wie ich vorher gehabt habe. Wenn man das länger nicht mehr gemacht hat, bin ich zum ersten immer etwas vorsichtig. Man möchte mir ja nicht unbedingt wehtun. Und die Kondition ist auch nicht da. Also das kann ich definitiv sagen, zu wenig Kondition für den Scheiß haben. Ich habe mir geschafft, 3 Stämmchen nach Hause zu ziehen. Habe schon ein paar andere hergerichtet. Eine Kette habe ich verloren. Was haben wir noch gelernt? Eine Powerbank mitnehmen. Machen wir da ein bisschen mehr Licht ins Gesicht kriegen. Ja, jetzt kriegen wir mehr Licht ins Gesicht. Zwar nicht so schön, aber so sieht man mich wenigstens besser. Den Gimbal gescheit aufladen und damit rechnen, dass er ausfällt, weil ja, in der Kälte ist mit den Akkus nicht so gut. Ich hoffe, ich habe trotzdem einiges zusammengebracht zum Filmen. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich weitermache. Vielleicht die Woche noch sein oder nächste Woche. Ich muss ja fit genug sein, damit ich dort arbeiten kann. Weil wenn ich jetzt dann noch 2 Minuten umfall, bringt es auch nichts. Auch wenn ich es heute nicht so lang gemacht habe, es zehrt schon. Also Respekt an die, was das jeden Tag 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, keine Ahnung wie lange die arbeiten machen. Da brauchst du schon Kondition. Ja, vielleicht habe ich ja Glück und bei dem Holz ist was Gescheites dabei, was man auch was draus basteln kann. Das wäre der Hit. Das habe ich beim letzten Vlog vergessen zu sagen. Einer meiner Pläne ist natürlich, ein kleines Sägewerk zu bauen. Bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, welche Variante ich nehmen werde. Aber wahrscheinlich wird das so ein Rahmen sein, auf dem eine Bandsäge fahren wird. Ich habe mir zwar einmal so ein ewig langes Schwert gekauft für die Motorsäge, aber ich glaube, eine Bandsäge zu bauen ist geschickter, weil Motorsägen mit so langen Schwertern quälen, ich weiß nicht. Also meine, was ich habe, sind grundsätzlich nicht wirklich stark genug. Also bräuchte ich noch eine andere Motorsäge. Ich glaube, dass ich eher eine Bandsäge bauen werde. Also überlegen, mit was ich die Räder mache. Eine Variante habe ich mal gesehen mit Autoreifen, die war ganz gut. Oder von Matthias Wandl, diese Holzräder. Funktionieren vielleicht auch gut. Mal schauen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wie immer kommt jetzt die Bettelei von mir. Abonnieren. Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ah ja, ein Kommentar wäre auch cool.